Hallo Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir checken heute für euch den kleinsten Ableger des E-Roller-Herstellers NIO, und zwar den NIO M1 Pro. Die kleine Knutschkugel mit max 45 km/h werden wir heute mal für euch kurz unboxen und werden euch mal zeigen, was die 2018er Version alles mit sich bringt. Und ich denke, das wird ziemlich interessant, denn so ein klassischer Einsitzer, der gerade mal 60 Kilogramm schwer ist, findet ihr auch nicht an jeder Ecke. Im Lieferumfang enthalten habt ihr auf jeden Fall zwei Schlüssel, zweimal Fernbedienung, Bedienungsanleitung, Ladegerät mit einer Ladezeit von 6 bis 8 Stunden und den Kennzeichenhalter für hinten. Auf dem ersten Blick ist nicht wirklich zu erkennen, was hat sich eigentlich beim NIO M1 Pro getan. Muss ja auch nicht unbedingt, denn das Modell an sich wurde ja erst 2017 in Deutschland eingeführt. Immer noch charakteristisch für den NIO M1 Pro sind die affengeilen LEDs vorne sowie die coolen Blinker unterm Lenker. Ausgestattet ist der NIO M1 Pro mit dem von Bosch entwickelten 1200 Watt Radnabenmotor. Dieser produziert 110 Newtonmeter und kann euch auf 45 km/h beschleunigen. Insgesamt kommt der NIO M1 Pro ziemlich durchgestylt daher. So einen Roller siehst du nicht an jeder Ecke und die Verarbeitungsqualität von der Sitzbank bis hin zu den Verkleidungsteilen ist sehr, sehr gut. Das Herzstück des NIO M1 Pro ist der 32 Amperestunden starke Akku von LG. Der Akku ist herausnehmbar, ihr könnt ihn also direkt auf den Küchentisch laden. Er hat eine Akku-Ladestandsanzeige und eine maximale Reichweite von 60 bis 80 Kilometer. Jetzt würde ich sagen, wir schalten mal die Zündung des NIO M1 Pro ein und gucken mal, was hat sich eigentlich am Dashboard getan. Ja, und da fällt mir sofort auf, 2017, 2018 alles gleich geblieben, also hier gab es keine krassen Veränderungen. Was die Bedienung betrifft, haben wir auf der rechten Seite natürlich immer noch das Gas, dann natürlich auch die Bremse, auch da hat sich nichts getan. Unten der grüne Ready-to-Drive-Knopf, den müsst ihr drücken, damit es überhaupt losgehen kann. Dann natürlich die Warnblinkanlage, das Ganze auf LED-Basis und die Mode-Taste mit Eco- und Sportmodus, auch das ist alles gleich geblieben. Auf der linken Seite, wie sollte es anders sein, natürlich die Bremse, unten links wiederum die Hupe, rechts daneben der Tempomat. Der ist jetzt auch neu in der 2018er Version vom NIO N1S. Darüber haben wir unsere intelligenten LED-Blinker, die sich ja selber abschalten, sobald ihr aus der Kurve rausfahrt. Und natürlich unser LED-Frontlicht, das Ganze natürlich auch mit Lichthupenfunktion. Das war jetzt hardwaretechnisch schon das Wichtigste zum NIO M1 Pro. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz in die Software. Bedeutet, ihr könnt ja den NIO M1 Pro mit der dazugehörigen App koppeln, könnt dann per GPS euer Fahrzeug in den ersten 12 Monaten anpeilen. Danach wird das kostenpflichtig, wird dann so 50 bis 60 Euro kosten. Aber ihr könnt euch die wichtigsten Informationen zu eurem Fahrzeug mit Fahrzyklen und dergleichen alles aus dieser App saugen. Ihr könnt auch gucken, wo sind die nächsten Servicestationen, wie ist die Fahrgestellnummer, gibt es ein Software-Update und dergleichen. Das ist im Endeffekt schon identisch zu dieser N-Serie, die wir euch ja erst vor kurzem vorgestellt haben. Man muss schon ganz klar sagen, der Leistungsumfang des NIO M1 Pro, der ist schon beachtlich. Er bringt sehr, sehr viel mit. Das ist ein sehr intelligentes Fahrzeug, was preislich um die 2300 Euro kostet und somit natürlich für den einen oder anderen Geldbeutel super interessant ist. Sollte euch das Video jetzt gefallen haben, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da. Wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, die Scooterhelden sind mal wieder unterwegs. Und das Ganze schneller, als man denkt.